Genau, jetzt haben wir eine ganz besondere Zeit vor uns. Und zwar freue ich mich ganz doll vorstellen zu dürfen, die Gabriele Wendland und die Caroline Schröder, die uns über Nachhaltigkeit und Digitalisierung zum Nachdenken anstoßen. Und genau, dann wird es eine Diskussion geben. Und da freue ich mich besonders drauf, dass wir die Senior Research Group mit an Bord haben und bin sehr neugierig auf die Diskussionsbeiträge. Für die Diskussion richte ich in ungefähr 45 Minuten eine Session ein und da brauche ich nochmal Daumen gedrückt, dass ich das alles fehlerlos hinkriege. Und jetzt übergebe ich an die beiden von der TU. Vielen Dank. Ja, liebe Studierende, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, über Digitalisierung und Nachhaltigkeit eine gute Stunde miteinander zu verbringen. Mein Name ist Gabriele Wendorf und meine Kollegin Caroline Schröder wird jetzt gleich einen umfangreicheren Input hier geben. Komm doch mal mit ins Bild. Genau. Also Caroline Schröder ist Stadt- und Regionalplanerin und ist seit langem am Zentrum Technik und Gesellschaft tätig, von dem wir beide stammen, eine Einrichtung der Technischen Universität Berlin. Und dort leitet sie den Bereich Partizipation und ist aber auch in sehr, sehr vielen Projekten schon lange tätig gewesen, die sich mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit beschäftigen. Und bei mir ist es so, ich leite das Zentrum und bin mit dem Thema Nachhaltigkeit auch schon sehr lange unterwegs, habe unter anderem den Nachhaltigkeitsrat an der TU Berlin auch mitgegründet. Und wir werden jetzt erstmal den Vortrag hier hören und ihr habt auch die Möglichkeit, während des Vortrags kleinere Verständnisfragen zu stellen. Die könntet ihr dann im Chat loswerden und ich werde die lesen und dann gucken, wo sie im Vortrag jeweils reinpassen und würde dann das versuchen, in den Vortrag einzubringen, sodass da eine schnelle Reaktion auch kommen kann. Danach, wenn der Vortrag zu Ende ist, haben wir eine Session zum Diskutieren. Und da werden wir dann beide auch Frage und Antwort hier mit euch haben können. Das heißt, ihr habt jetzt erstmal einen Part, wo es wirklich darum geht, ein bisschen was mehr zu erfahren aus diesem Themenfeld, ein bisschen Grundlagen und auch Herausforderungen kennenzulernen. Und dann werden wir in den Diskussionsmodus übergehen. Und zögert nicht, wenn Fragen sind, die wirklich in den Chat reinzustellen. Wir freuen uns darüber, wenn das auch ein bisschen lebendiger wird dadurch. Dann übergebe ich das Wort an Caroline. Dankeschön. Hallo. Wir hatten uns gedacht, für diese Summer School tatsächlich zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, zwei ganz große Begriffe, die so im Raum stehen, zu überlegen, wie passt das denn überhaupt zusammen? Was kann man da wirklich drunter verstehen? Weil es durchaus nicht so einfach ist, gerade wenn man jetzt aus verschiedenen Studiengängen kommt oder aus verschiedenen Arbeitsbereichen. Wie passt überhaupt Digitalisierung mit Nachhaltigkeit zusammen? Dem wollen wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen. Vor allem aber euch anregen, vielleicht ein paar Fragen in den Raum werfen, die ihr dann eure eigenen Antworten drauf finden könnt, auch im Rahmen der Summer School. Das wäre das, was wir uns tatsächlich wünschen. Wir gehen davon aus, dass ihr euch alle relativ gut mit dem Thema Digitalisierung auskennt. Ich weiß nicht genau, aus welchen Studiengängen ihr kommt, aber das war die Annahme und dass ihr euch ein bisschen weniger mit Nachhaltigkeit auskennt. Ich hoffe, das ist ungefähr so. Deswegen werde ich erst kürzer was zu Digitalisierung und einem verwandten Begriff Smartness erzählen und dann Nachhaltigkeit, nachhaltige Stadtentwicklung. Was ist das? Und welche möglichen Wechselwirkungen gibt es? Ich selber bin Stadtplanerin, deswegen auch diese Perspektive auf, wie könnte Stadtentwicklung der Zukunft aussehen. Digitalisierung, den Begriff kennt ihr bestimmt. Ganz allgemein ursprünglich geht es dabei tatsächlich nur um die Umwandlung von analogen in digitale Daten. Aber heute im allgemeinen Sprachgebrauch geht es eher, wenn man von Digitalisierung spricht, um die Anwendung digitalisierter oder digitaler Daten. Deutschland im EU-Vergleich ist nicht so an der Speerspitze der Digitalisierung. Ihr könnt es hier auf der Abbildung sehen. Gutes Mittelfeld heißt, da ist auf jeden Fall noch
Entwicklungspotenzial und Dinge zu tun. Warum ist das so, dass Deutschland nur im Mittelfeld ist bei Digitalisierung? Wenn ihr das hier auf dieser Grafik seht, wird Digitalisierungsgrad in 5 Faktoren, Indikatoren runtergebrochen. Konnektivität, also wie gut ist man überhaupt an Internet und sonstige digitale Netze angebunden. Human Capital wäre, wie sehr sind die Menschen überhaupt in der Lage, diese digitalen Anwendungen für sich zu nutzen. Drittens, wie stark nutzen sie solche Angebote überhaupt, ist auch ein Bestandteil des Digitalisierungsgrades. Wie sehr sind digitale Technologien überhaupt in Anwendungen, Alltagsanwendungen bereits eingebunden? Und als 5. Indikator, wie stark sind öffentliche Dienste, Verwaltungsangebote bereits digitalisiert oder nicht? Ihr seht, Deutschland hat da diesen roten Pfeil, insbesondere bei dem Digitalisierung der Verwaltung ist noch sehr viel zu tun. Ein ganz spannendes Anwendungsfeld tatsächlich im Kontext Stadtentwicklung. Heißt, Digitalisierung kann unterschiedlich verstanden werden. Also es ist immer gut, sich klar zu machen, wenn man sich ja darüber unterhält, wovon redet man denn genau, wenn man Digitalisierung meint. Viel stärker kommt es noch zum Tragen, wenn man sich mit dem Begriff Smartness auseinandersetzt. Was ist es eigentlich? Da hat der Begriff auch schon eine gewisse Entwicklung durchgemacht, kommt aus einem sehr technischen Verständnis, also wirklich, wie kann ich Daten digitalisieren, wie kann ich das automatisieren, Prozesse automatisieren, wie kann ich das vernetzen, eigentlich ganz ohne den Menschen mitzudenken, Effizienzsteigerung durch Vernetzung, Digitalisierung. Das waren die ersten Ideen von Smart City, wie kann ich städtische Prozesse auch automatisieren und vernetzen, war auch in diesem Globalisierungskontext der 90er, frühen 2000er Jahre als ein sehr hohes Idealbild angesehen. Wenn ich in Städten alles vernetze, dann geht alles viel besser. Entsprechend wurden diese Ansätze auch von sehr großen Firmen angeboten. IBM, Cisco hatten alle ihre eigenen Ideen, was denn Smart City sein soll, haben auch dann natürlich versucht, ihre Anwendungen zur Umsetzung zu bringen. Verbunden damit waren durchaus auch große Hoffnungen auf stärkere Wirtschaftskraft oder Profilierung. Wer kennt vielleicht diese Smart City Rankings, welches ist die smarteste Stadt der Welt und so weiter. Also durchaus auch Standortvorteile dadurch zu erringen. Auch damit verbunden, diese stark technisches Verständnis von Smartness. Wir können unsere Umgebung sehr viel sicherer machen. Wir können alles messen, wir können alles überwachen, wir können rechtzeitig vielleicht auch Lösungen generieren. Hier am Beispiel für ganz unterschiedliche Lebensbereiche auf dieser Grafik. Man kann Ressourcenverbräuche überwachen und genau gucken, vielleicht auch, wo ist ein Leck im Moment, wo geht viel zu viel raus, kann man ganz schnell hinspringen und da was ändern. Man kann den öffentlichen Außenraum sicherer machen, weil man zum Beispiel überwachen kann oder auch durch Sensoren viel besser mitbekommen, wie sich Menschen durch die Stadt bewegen und daraus auch Schlüsse ziehen. Dieser Aspekt hat mehr noch als dieser Stärkung der Wirtschaftskraft-Aspekt auch Ängste hervorgerufen, Überwachung, Datenschutz, Privacy, ihr kennt diese Diskussionen bestimmt, will sagen, dass es eben auch sehr unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema Smartness gibt, ob man das positiv oder negativ sieht. In einer weiteren Entwicklungsstufe, bisschen weg von diesem rein technischen Verständnis von Smartness, ging es darum, wie kann ich Ressourcenflüsse so automatisieren, dass ich weniger Ressourcen verbrauche, weniger Energie verbrauche, weniger Wasser verbrauche, was natürlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt hat, aber auch einen ressourcenschonenden
ganz interessant sind da neue Formen der Landwirtschaft, Urban Farming. Wie kann ich Aquaponik zum Beispiel automatisiert Pflanzen anbauen, auch in der Stadt? Das wäre eine ganz neue Sicht auf die Dinge. Wie kann ich Energie gewinnen aus erneuerbaren Energien, das ist der Begriff, auch dadurch Vernetzung, Transport von einem Ende der Republik zum anderen zum Beispiel, verspricht man sich sehr große Einsparungspotenziale. Müll wäre auch ein anderer Aspekt, dass man da auch sehr viel besser Logistik organisieren kann und so zum Ressourcenschutz beitragen kann. Als ein Beispiel unter mehreren für diese Ressourcenschonung durch Digitalisierung, durch Smartness, die Stadt Masdar, habt ihr vielleicht schon gehört, in Abu Dhabi, in der eben versucht wurde, die Idee war, wenn die Stadt komplett automatisiert und vernetzt ist, ist sie auf jeden Fall ressourcenschonend. Also wir sparen dann ganz viel Energie. Das geht dahin, dass es in dieser ganzen Stadt keine Lichtschalter mehr gibt zum Beispiel oder selbst zu betätigende Temperaturregler. Das wird alles durch Sensoren erfasst und nach zuvor festgelegten Kriterien dann geregelt. Funktioniert auf ökologischer, ressourcenschonender Perspektive relativ gut. Die Stadt ist noch nicht fertig gebaut bzw. noch nicht fertig bezogen. Deswegen weiß man nicht ganz genau, ob diese Effekte tatsächlich eintreffen. Aber die Idee ist, Smartness und Ressourcenschutz zusammenzubringen. Bei all diesen technischen Herangehensweisen, Verständnissen von Smartness oder Nutzbarkeit der Digitalisierung ist es aber auffällig, dass zumindest in den früheren Jahren, die frühen 2000er, selten Menschen mitgedacht wurden in diesen Konzepten. Eben genau diese Idee, wir können automatisieren und brauchen dann nicht mehr Menschen, die natürlich auch Fehlerquellen sein können bei der Bedienung, um unsere Ressourcen zu schonen, um besser wirtschaften zu können und so weiter. Hier habe ich nur mal einen willkürlichen Screenshot von Bildern. Wenn man eingibt Smart City Bildersuche, kommen alle diese Bilder, auf denen nur in dem einen, zweite Reihe, zweites von links, tatsächlich Menschen drauf sind. Also die Frage, wie sehr ist Smart City, so wie wir sie früher kannten, überhaupt für oder mit den Menschen gedacht? Und wo ist da die Rolle der Digitalisierung auch? Aus diesen Erkenntnissen tatsächlich, Smart Cities sind nicht notwendigerweise für Menschen gemacht. Bisher orientieren sich wenig an den Bedürfnissen der Menschen, hat sich dann aber doch in der Stadtentwicklung schon einige Städte herauskristallisiert, die gesagt haben, wir müssen viel stärker zum Beispiel Menschen einbringen, wenn wir versuchen zu digitalisieren. Wir müssen darüber nachdenken, was wir überhaupt brauchen, um eine positive Entwicklung von Stadt, von Gesellschaft zu erreichen und wie können wir das tatsächlich auch erreichen. Ein Beispiel dafür ist Wien. Smart City Konzept ist eines der frühesten, was man auch in der Literatur finden kann, wo es eben explizit darum ginge, nicht nur technische Lösungen zu finden, sondern diese ganz gezielt mit gesellschaftlichen Fragen zu verbinden. Das resultiert dann in breiten Anwendungsfeldern, was ihr da in der Zeile relativ oben seht. Die Schwerpunktthemenfelder der Smart City Wien, Bildung, Digitalisierung natürlich, Energieversorgung, Gebäude, Gesundheit, Wissenschaft und so weiter, Wirtschaft, also ein sehr breites Feld. Zum Teil Begriffe, die man nicht unmittelbar mit Digitalisierung in Verbindung bringen würde. Bildung zum Beispiel, erst seit kurzem tatsächlich soziale Inklusion zum Beispiel. Wie kann man das mit Smartness und Digitalisierung zusammenbringen? Hier ist auf jeden Fall eine neue Entwicklungsphase eingetreten, ähnlich auch in Amsterdam, ein etwas jüngeres Konzept,
da wird Smartness, smarte Entwicklung verstanden. Ihr seht diese 6 Felder hier. Da geht es um Infrastrukturen, um Kreislaufwirtschaften, Circular City, auch ein spannendes Thema, wie wirtschafte ich nachhaltig, Mobilität, Energie. Und hier auch explizit angesprochen, smarte Bürger, Bürgerinnen, wie kann ich die einbinden, wie kann ich Leben und Lebensqualität durch digitale Technologien tatsächlich verbessern und wie kann ich auch digitale Daten nutzen, um zu regieren, um zu verwalten, Smart Government in diesem Fall genannt und der Bildungsbereich. Also Smartness wird von diesen beiden Städten, von anderen Städten auch noch ganz unterschiedlich ausgelegt, was darunter verstanden wird, entweder sehr technisch, was leider immer noch die Mehrzahl ist, oder in einem recht breiten, nachhaltigen, gesellschaftlichen Ansatz. Gibt's schon Fragen? Nö. Das bringt uns zum zweiten Teil. Nachhaltigkeit. Auch ein Begriff, der eigentlich auch schon älter ist als Smartness, also seit den 70er Jahren tatsächlich prominent, Smartness vielleicht erst seit Ende der 90er, 2000er Jahre, war lange Zeit ein Begriff, der aus einer Umwelt, aus der Friedensbewegung, der Idee, wir müssen unsere Erde bewahren, entwickelt wurde. Ihr seht hier eine Definition aus dem sogenannten Brundtland-Bericht, also auch schon Ende der 80er Jahre. Das war der erste Bericht, in dem Nachhaltigkeit tatsächlich als politisches Ziel verankert wurde. Nachhaltigkeit eben, da geht es darum, Entwicklungen zukunftsfähig zu gestalten, so dass eben die jetzigen Generationen auch ihre Bedürfnisse befriedigt und es den zukünftigen Generationen ermöglicht, dieses auch zu tun. In der Regel wird dieses Konzept Nachhaltigkeit, also als Ziel, in 3 Säulen abgebildet. Also ist wichtig, ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen, soziale Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit. Nur wenn das alles zusammen geschafft ist, dann kann man von starker Nachhaltigkeit sprechen. Viel sinnvoller ist es aber eigentlich, über nachhaltige Entwicklung nachzudenken. Also wie komme ich überhaupt zu solch einem Zustand? Was muss ich tun? Welche Strukturen brauche ich? Was unterstützt uns auf dem Weg dahin, eine nachhaltige Gesellschaft zu werden? Im Kontext Stadt ist die Definition, die ist jetzt hier englisch geblieben, die Definition recht ähnlich wie die Definition von Nachhaltigkeit insgesamt. Also es geht darum, dass die gegenwärtigen Generationen auch zukünftige Generationen mitdenken. Im Kontext Stadt ist es ähnlich, vielleicht noch etwas stärker bezogen auf die unmittelbaren Bewohnerschaft der jeweiligen Städte. Also nicht im globalen Kontext gedacht, obwohl das auch eine Dimension ist, sondern eher zu gucken, was können wir vor Ort in unseren Städten tun, um ökologischer, ökonomisch und sozial nachhaltiger zu sein und zu werden. Verankert ist es in ganz unterschiedlichen Programmen. Hier nur als Beispiel UN Habitat 3 2017, das ist eine große Konferenz, die alle 10 Jahre stattfindet, die quasi das Leitbild entwickelt haben, was kann man denn überhaupt unter nachhaltiger Stadtentwicklung verstehen. Da tauchen dann so Begriffe auf wie Kampf gegen Hunger und Armut, Verringerung von Ungleichheiten, Gesundheit stärken, Gender Equality, also sehr hohe Ziele, die sowohl auf wirtschaftliche, soziale als auch auf ökologische Aspekte anspielen. Dieser Zielkanon wird auch in unterschiedlichen Städten, unterschiedlichen Ländern unterschiedlich interpretiert, je nachdem, was
vor Ort zum Beispiel an Herausforderungen besteht. Was aber allen diesen gemeinsam ist, dass das Verständnis einer nachhaltigen Stadt eben nicht nur auf diesen drei Säulen, wenn ihr euch erinnert, der Nachhaltigkeit dieses hier beruht, sondern dass es eben ganz wichtig ist, dass man auch darüber nachdenkt, wie kann ich Strukturen schaffen, dass das überhaupt erreicht werden kann. Hier mit dem Begriff Urban Governance, also auch wie können Regierungen, Verwaltungen überhaupt fähig werden, Nachhaltigkeit zu entwickeln und umzusetzen und im weiteren Sinne aber auch, wie kann Bevölkerung stärker einbezogen werden in die Entwicklung solcher Konzepte. Also wie passen Digitalisierung und Smartness und Nachhaltigkeit zusammen? Die Eingangsfrage unseres Vortrages, wenn ihr euch, ich habe jetzt versucht, Entwicklungslinien zu zeichnen, ganz grob. Es lässt sich eine Annäherung feststellen. Eine Entwicklung, die aus unterschiedlichen Perspektiven kommt, Smartness aus dem sehr technologischen hin, Öffnung zu dem mehr gesellschaftlichen, Nachhaltigkeit aus dem sehr ökologisch-Umweltperspektive auch eine Öffnung zu gesellschaftlichen Fragen. Also da gibt es durchaus Schnittstellen. Die Herausforderung ist, die zu definieren, das zusammenzubringen und dann dafür auch geeignete Lösungen zu finden. Das bringt uns wieder zu der Definition von Smartness zurück. Es gibt Literatur mittlerweile, in der Smartness überhaupt nicht mehr mit neuen Technologien in Verbindung gebracht wird, sondern Smartness komplett als eine Eigenschaft von Gesellschaften oder Gruppen verstanden wird. Also man ist dann smart oder eine Stadt ist dann smart, wenn sie Lösungen entwickelt, die für sie und ihre Bewohner selber sinnvoll sind. Im Extremfall braucht es dazu sogar gar keine neuen Technologien. Also das sind sehr unterschiedliche Definitionen, Verständnisse davon auch, was Smartness ist. Auch da kann man aufpassen, sollte man aufpassen, tatsächlich in Auseinandersetzungen damit. Leider ist es so, dass in der Stadtentwicklung bisher das Thema Digitalisierung doch noch ein sehr untergeordnetes Thema ist. Es gibt kaum Literatur dazu, es fängt erst so ganz langsam an. In der Praxis ist es noch viel schlechter, erinnert euch an diesen Digitalisierungsgrad am Anfang, da ist noch sehr viel Luft nach oben, insbesondere auch in Deutschland. Wie können Verwaltungen digitaler werden? Wie kann Stadt dadurch besser entwickelt werden? Es ist natürlich auch zu definieren, was denn besser genau heißt. Man könnte jetzt, das ist ein Bild aus dem Internet, meiner Meinung nach kann man, außer wenn man den Link unten liest, nicht direkt erkennen, ob das eine Grafik aus dem Kontext Smartness, Digitalisierung ist oder Nachhaltigkeit. Also Begriffe wie Sharing Economy, kleinteilige Lösungen, wir brauchen neue Denkansätze, wir möchten experimentieren und auch noch ein paar soziale Themen, die durchaus Schnittmengen bilden können, wenn man sich überlegt, wie könnten Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenpassen. Das ist hier jetzt tatsächlich ein Deckblatt des Nachhaltigkeitsprofils der Stadt Berlin. Also sehr viel unterschiedliche Aktivitäten sind notwendig und sinnvoll. Man muss die Möglichkeit haben zu experimentieren. Man muss auch wirklich mal reflektieren, wie man bisher gelebt, gewirtschaftet hat und gucken, was könnten denn andere Herangehensweisen sein. Von daher sind da wirklich sehr viele Berührungsflächen möglich. Jetzt noch ein paar Beispiele zur Gedankenanregung. Wie könnten Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenpassen oder eben nicht? Wenn man das Beispiel Energieverbrauch anguckt, durch
zunehmende Digitalisierung. Wir haben alle verschiedene mobile Endgeräte, die wahrscheinlich auch den ganzen Tag laufen. Es werden immer mehr Daten verarbeitet, also enormer Zuwachs an Stromverbrauch durch Digitalisierung ist natürlich erstmal negativ, wenn man Ressourcenschutz anguckt. Man müsste das jetzt nochmal genau in Vergleich setzen, also wie viel kann man durch bestimmte Formen der Digitalisierung an Ressourcen sparen? Andererseits dadurch, dass es vermehrte Anwendungen sind, wie viel mehr wird dadurch verbraucht? Dazu habe ich leider keine Zahlen gefunden, will aber einfach zeigen, da bewegt sich was und das geht eben gerade nicht in Richtung Nachhaltigkeit, wenn wir das so weiterlaufen lassen. Ihr kennt auch bestimmt die Diskussionen um Katzenvideos und Atomkraftwerke. Die mehr besagt ja, dass es ein Atomkraftwerk braucht, das auf der Welt läuft, um Katzenvideos anzugucken, um das möglich zu machen für alle. Also auch ein enormer Zuwachs an Ressourcenverbrauch für bestimmte Anwendungen. Und es gibt eine Anmerkung. Warum steigt denn der Verbrauch beim Festnetz? Also es bezieht sich auf die Grafik, die gerade eben im Bild war. Weil ich schätze mal, weil, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber doch viele der Mobil-WLAN-Anwendungen zum Beispiel über das Festnetz laufen. Also obwohl ich mehr mobil auch in meiner Wohnung unterwegs bin, läuft aber doch recht viel über den Festnetzanschluss. Wenn ich mehr im Netz bin, verbrauche ich auch mehr über den Festnetzanschluss. Es ist natürlich auch eine weltweite Erhebung. Das heißt also, dass da auch möglicherweise nochmal andere Effekte aus anderen Ländern hinzukommen. Und ja, wir haben natürlich diese Grafik nicht selber erstellt. Von daher ist da nicht jede Sache jetzt genau aufzusplitten, wo das herkommt. Aber das ist ein grundsätzlicher Trend, der halt eben prognostiziert wird. Und gerade der Bereich Datencenter und Mobilfunk sind natürlich die Bereiche, die ganz besonders stark steigenden Stromverbrauch künftig induzieren werden. Die Frage, also klar ist es regional unterschiedlich. Die Frage ist, wie gehen wir einfach damit um? Können wir Lösungen finden, um das zu kompensieren? Oder sagen wir, es ist so wichtig, dass wir in dem Bereich jetzt zum Beispiel Festnetz zunehmend Ressourcen verbrauchen, weil uns das ganz viel hilft in anderen Bereichen, insbesondere auch im Bereich der Nachhaltigkeit, weil wir besser kommunizieren können und uns verständigen können über Lösungsansätze zum Beispiel. Also durchaus mit steigender Zahl der Server immer mehr Energieverbrauch. Aber es gibt auch mittlerweile dann positive Anwendungsmöglichkeiten, innovative Menschen, die sich dachten, wenn es so heiß ist im Serverraum, dann kann ich diese Abwärme eben nutzen. Das wird für Einzelgebäude schon gemacht. Es wurde auch überlegt, das für ganze Stadtteile zu machen. Rechts seht ihr in das ein norwegisches Projekt, aber meines Wissens ist da noch nichts wirklich umgesetzt. Aber da ist auf jeden Fall Potenzial. In Zukunft brauchen wir dann vielleicht überhaupt keine Heizungen mehr. Und auch das hätte ja durchaus einen Effekt auf den Ressourcenverbrauch. Also das als Schlaglichter. Ich versuche das natürlich ein bisschen schwarz und weiß auch zu zeichnen, aber will sagen, es gibt eben nicht immer nur Vorteile oder nur Nachteile, wie man, wenn man das in die gängigen Medien geht oder auch häufig in der Literatur, Digitalisierung ist nur schlecht und Nachhaltigkeit ist nur super oder umgekehrt. Das ist es nicht. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und je nach Anwendungsfeld oder Anwendungsort auch woanders. Also es geht wirklich darum zu fragen, was sind geeignete Lösungsansätze. Neben dem Energiethema ein anderes Beispiel ist die Vernetzung des Arbeitens. In der Literatur, wenn wir alle digital sind, wenn wir alle im Internet sind, wenn wir vernetzt sind, dann können wir wunderbar ständig uns unterhalten, alles Mögliche machen,
wunderbare neue Arbeitswelt, in der wir immer uns austauschen können. Wenn man auf diese Karte guckt, ihr kennt es vielleicht auch, Breitbandanschlüsse in Brandenburg. Da spricht man nicht von Funklöchern, sondern von Anbindungsinseln. Rechts oben da über Berlin, wo es so dunkel ist, in dem Dorf mit dem schönen Namen Prötzl, da gibt es weder WLAN, noch Breitband, noch Telefonanschluss. Also wenn man da wohnt, kann man da nicht arbeiten, weil man kann nicht mit der Außenwelt kommunizieren. Das ist der Stand heute in Brandenburg. Das würde dann bedeuten, ich kann gar nicht im Homeoffice arbeiten zu Hause, weil ich mich nicht mit der Welt vernetzen kann. Homeoffice wäre aber eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, Emissionen zu reduzieren. Man muss nicht mehr hin und her pendeln. Wurde jetzt gerade mit Corona sehr deutlich, alle streben ins Homeoffice, würden eigentlich auch gerne häufiger im Homeoffice arbeiten, aber die Bedingungen lassen das gar nicht überall tatsächlich zu. Dass die Ausstattung mit Endgeräten und so weiter auch häufig noch mangelhaft ist, ist nochmal ein anderes Thema. Will aber hier zeigen, es gibt regional sehr große Unterschiede, wo Vorteile von Digitalisierung und Smartness überhaupt zum Tragen kommen können. Und da die Entwicklung, falls ihr euch erinnert, am Anfang in Richtung Smartness vorrangig in Städten oder stattfand oder für Städte gedacht war, ländliche Bereiche gar nicht so sehr mitgedacht wurden, ist durchaus die Gefahr da. Es ist auch heute schon so, dass ein sehr starkes Gefälle da ist und Digitalisierung ganz unterschiedlich überhaupt genutzt werden kann. Drittes und letztes Beispiel, Themenfeld Mobilität. Ganz oft die Segnungen der automatisierten Fahrzeuge. Alles wird ganz wunderbar. Auch hier wieder dann die Frage, wenn wir mit diesen Fahrzeugen fahren, seien es Autos oder Busse, wie sicher sind die für mich selbst oder für andere? Was erfassen diese Geräte alles über mich, was ich vielleicht gar nicht mitteilen möchte? Welche Vorteile hat es gegebenenfalls? Fühle ich mich überhaupt sicher in fahrerinnenlosen Fahrzeugen? Das ist vielleicht eher auch für ältere Menschen ein Problem, wenn ich da ganz alleine in einem autonomen Bus durch die Gegend gondle, würde ich da überhaupt einsteigen? Positiv im Kontext Mobilität zum Beispiel durch Vernetzung, insbesondere es gibt unzählige Mobilitäts-Apps mittlerweile. Diese hier, Berlin Mobil App, ist ein positives Beispiel, weil sie es zum einen ermöglicht, wirklich unterschiedliche Mobilitätsformen zusammen über eine App anzugucken, auch zu ordern. Und man kann auch je nach eigenen Vorlieben, eigenen Lebensstil auch tatsächlich einstellen. Möchte ich den ressourcenschonendsten Weg gehen, gibt es einen von A nach B möglichst ressourcenschonend, dann kriege ich Varianten vorgeschlagen, inklusive was es kostet. Oder ich möchte den Weg mit den meisten Sehenswürdigkeiten nehmen. Ganz andere Perspektive, aber auch das kann ja vorgeschlagen werden. Oder eben der, bei dem man am meisten Ressourcen sparen kann. Also da ist auch viel Potenzial drin, wenn so eine App angewendet werden kann. Und vielleicht auch, solange es noch Autos gibt, auch eine Möglichkeit, durch Vernetzung und Anwendungsmöglichkeiten tatsächlich auch Verkehr effizienter zu organisieren. Hier zum Beispiel, dass ich direkt während des Fahrens abrufen kann, wo gibt es denn freie Parkplätze und fahre dann dahin und fahre nicht noch viele Umwege und verursache noch mehr Staus. Also jedes Themenfeld hat durchaus unterschiedliche Vor- und Nachteile, wenn man versucht, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenzudenken. Beide Ansätze sind im Prinzip anschlussfähig. Die
das Problem oder die Herausforderung tatsächlich ist, wie mache ich das anwendungsfähig? Es gibt diese ganz großen Ideen, wir wollen alles digitalisieren, alles smart machen, wir wollen alles nachhaltig gestalten. Wie passt es tatsächlich zusammen? Wer setzt es um? Wer ist beteiligt daran, umzusetzen? Wie schaffe ich es, solche ambitionierten Ziele runterzubrechen, sie wirklich handhabbar zu machen, wenn man auch überlegt, dass sehr viele Kommunen ganz wenig Geld haben? Wie kann man Digitalisierung und Nachhaltigkeit trotzdem vorantreiben? Wie kann ich es schaffen, dass überhaupt Menschen zuständig sind für solche Themen, dass sie auch untereinander miteinander reden, dass sie sich vielleicht austauschen mit anderen Städten? Und wie kann man damit umgehen, dass diese Entwicklungen Prozesse sind, zum Teil sehr langfristige Prozesse? Also über Nachhaltigkeit reden wir seit 4 Jahrzehnten. Digitalisierung wird uns auch noch sehr lange als Thema begleiten, Ausbau von Breitband. Wie kann man das tatsächlich schaffen, Kommunen, Städte, die dann ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben und auch Probleme in diesen Kontexten weiterzuentwickeln? Und was ist da wirklich sinnvoll? Da sind eure Ideen tatsächlich für gefragt. Da hoffe ich, dass ihr da ein bisschen was rausfindet. Und vor allem, wie kann man auch so kleine Ideen, die ihr entwickelt, erstmal in einem Versuchsstadium, wie kann man es auch schaffen, die auf einer größeren Ebene zu verankern? Also wie könnte man es tatsächlich schaffen, dass eure Ideen von dem Berliner Senat übernommen werden oder der Bundesregierung? Das ist eine ganz große Herausforderung, aber ein sehr, sehr spannendes Thema, insbesondere für die Praxis. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Ja, ich möchte vielleicht noch ein Wort zu dem Gesamtvortrag und der Zielsetzung sagen. Und zwar ging es uns darum, hier ein paar Aspekte einfach mal rauszugreifen von Nachhaltigkeit und euch dafür zu sensibilisieren, dass man es halt immer im Gesamtblick sieht. Also es ist klar, dass man in so einem Vortrag von einer guten halben Stunde jetzt nicht euch wirklich alles, was im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung vielleicht problematisch ist oder auch sehr interessant ist, hier vorzustellen und die ganzen möglichen Wechselwirkungen, sondern es ging uns einfach darum, dass ihr bestimmte Aspekte einfach immer mit in den Blick nehmt. Also sich halt wirklich zu fragen, wenn ich eine Entwicklung plane, was hat das für Konsequenzen? Wenn ich zum Beispiel ganz viele Sensoren in der Stadt aufbaue, was hat es für soziale, was für ökologische und was für ökonomische Konsequenzen? Und in die sozialen Konsequenzen zählt dann natürlich auch sowas mit hinein, dass man Ressourcen verbraucht, dass in Sensoren möglicherweise sensible, also zum Beispiel seltene Erden verbaut sind und diese wiederum in Bedingungen abgebaut werden, die sehr unsozial in verschiedenen Ländern sich auswirken. Also das ist eigentlich unsere Zielstellung, euch zu sensibilisieren, dass ihr, wenn ihr Entwicklungen macht, dass ihr einfach diese verschiedenen Perspektiven mit in den Blick nehmt.